Guten Morgen zusammen. Und da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Ja, von mir auch nur kurz das Wichtigste in Kürze. Erstmal herzlich willkommen zur nächsten Folge hier vom Let's Play des Flughafenfeuerwehrsimulators 2013. Das ist hier inzwischen der dritte Versuch, die dritte Schicht, beziehungsweise die zweite Schicht aufzunehmen. Ich komme selber schon ganz durcheinander. Die ersten beiden Versuche sind leider kläglich gescheitert. Der erste, die erste Schicht, die ihr quasi verpasst habt, jetzt scheiterte daran, dass ich mich rausgetappt habe, aus irgendeinem Grund. Ja, das Reintappen hat dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise hat das Ganze die Aufnahme dann zerschossen. Ihr habt da einiges verpasst. Wirklich, ich habe ein bisschen Videomaterial davon noch sichern können. Vielleicht mache ich davon mal eine kleine Compilation. Ja, und beim zweiten Mal ist mein Computer runtergefahren. Schlicht und ergreifend, warum auch immer, vielleicht durch ein Virenscanner-Update oder sonst irgendwas. Wird hoffentlich diesmal nicht passieren. Wir legen direkt mal los und starten wahrscheinlich auch wieder auf dem Florian 1. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann-Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Nachdem du den Feuerlöscher für den Füllstand und das Fahrzeug auf seine Funktionalität geprüft hast, bist du heute auch für unsere Lieblingsbeschäftigung, die Zaunkontrolle, zuständig. Dazu muss der gesamte Geländezaun abgefahren und auf mögliche Beschädigungen kontrolliert werden. Findest du beschädigte Stellen, so meldest du deine aktuelle Position per Funk an den Leitstand. Alles klar, wir gehen wieder an die Zaunkontrolle. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ja, wie immer routinemäßig so, werden wir uns das Ganze... Schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Dann gleich wieder anschauen mit dem Fahrzeug. Ich schraube im Moment immer mal so ein bisschen an den Grafikeinstellungen herum, so dass es einigermaßen gut läuft. Man muss jetzt hier natürlich sagen, dass einfach wirklich viele Objekte hier auf einem Fleck sind oder beziehungsweise auf jeden Fall relativ nah beieinander, die natürlich auch aus vielen Einzelteilen bestehen. Deswegen geht mein Rechner hier zwischendurch mal ganz schön in die Knie. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gutes Wetter. Und machen mal die Fahrzeugübernahme. So, das Ganze erstmal wieder in der Außenansicht. Abblendlicht funktioniert. Was? Alles klar. Ja, soviel zum Thema Fahrzeugübernahme. Also wir versuchen mal keinen Unfall zu bauen, fahren aber mal dem Neff hinterher. Ah, ja, fahren ein bisschen schneller. Hallo, es brennt, hallo. Schön auf der falschen Spur fährt er, aber egal, wir fahren hinterher. Fahren auch noch einige Fahrzeuge mit. Florian 3, 4 und 5. Der RTW und zwei Tanklöschfahrzeuge fahren mit. Und ja, wir haben eine ausgelöste Brandmeldeanlage, fahren trotzdem immer noch auf der falschen Spur. Das ist nicht so gut, vor allem, da kommt uns was entgegen. Oha. Ja, bei kleinen Geschwindigkeiten dreht sich das Fahrzeug echt extrem schnell. Aber das NIF macht ja ordentlich Platz. Das ist bei mir in der Stadt inzwischen übrigens verboten, dass wenn zum Beispiel Rettungswagen und NEF zum Krankenhaus fahren, dass das NEF dann quasi als Blocker schon vorne zu der Ampel fährt. Da den ganzen Verkehr blockt, wartet, dass der RTW vorbei ist. Boah, der ist ja volle Kanne da durchgefahren. Ah, da vorne ist auf jeden Fall ein Eingang, das ist schon gut. So, wir machen alles an, weil kaum richtig ausgeschlafen. Noch nicht mal die Fahrzeugübernahme geschafft und schon geht's hier wacker los. So, wir gehen hier vorne durch die Sicherheitsschleusen. Zum Glück für die Passagiere und für uns ist bei uns das Sicherheitspersonal hier heute. Bekommen wahrscheinlich auch den Lohn, den sie hier erwarten und höchstwahrscheinlich auch verdient haben. So, da vorne blinkt es rot. Das heißt, da ist der Rauchmelder losgegangen. Und hier ruft auch einer Feuer.
So, hier ist... Ah, und da oben haben wir es gefunden. Ja, die Feuerwehr ist ja schon da. Ne? Ja, genau. Lauf du erstmal ein bisschen weg. Anna anscheinend sein Gepäck stehen lassen. Hier oben. Sehe jetzt erstmal nichts, gehen wir nochmal nach unten gucken. Die anderen Rauchmelder haben auch noch nicht angeschlagen soweit. Aber wir gehen trotzdem nochmal auf Nummer sicher. Weil einer der Gründe, warum es für euch schade ist, dass ihr die letzte Aufnahme jetzt quasi verpasst, ist, dass ich auch zu einer Brandmeldeanlage gefahren bin. Da dann wie wild im Flughafen rumgelaufen bin, halt um die markierte Stelle rum und habe aber kein Feuer gefunden. Das war natürlich ziemlich ärgerlich. Und dann habe ich gedacht, okay, meldest du den Alarm mal ab? War bestimmt ein Fehlalarm, ja. Schade. War leider kein Fehlalarm. So, ja, aber hier, das sieht auf jeden Fall gut aus soweit. Wir melden den Alarm jetzt mal ab, auch wenn ich da jetzt ein bisschen zittrig bin. Nicht, dass die Schicht gleich wieder zu Ende ist und wir unendlich viele Minuspunkte einsammeln. Aber komm, wir versuchen das. Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der BMA wieder zurückgesetzt. Verstanden. Der Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgesetzt. Kennt man ja. So, wir könnten mal hier direkt noch eben Pizza für den Kollegen, für den Frühstückskollegen mitnehmen. Hallo? Ich hätte gern eine... Boah, das gibt ja nicht alles. Oh, eine Last Day, das wäre natürlich... Nein, das wäre ein bisschen makaber. Ich hätte gern einmal die Pizza zur Pritze. Da vorne, oben rechts. Hm, ja, alles klar, super, danke. So, dann wieder zurück zum Fahrzeug und dann können wir... Ach, verdammt, jetzt hätte ich die Zaunkontrolle schon fast wieder vergessen. Das war bei den anderen Aufnahmen auch schon so. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Na gut, dann essen wir die Pizza einfach selber. So, wir haben keine Waffen dabei. Aber wobei, so ein Feuerlöscher könnte man sich jetzt überstreiten, aber ist natürlich Arbeitsmaterial, ne? Stellen wir also wieder zurück zum Fahrzeug. Wow, 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 wow. Alter. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ja. Einsatz bei Hilfe Florian 1. Gut, keine Zeit. Florian 1 an Leitstand. Ach, Mist, jetzt habe ich das Ganze wieder nicht gelesen, habe den Feuerlöscher weggepackt. Und weiß jetzt überhaupt nicht, was los ist. Oh, was ist denn mit den Fahrzeugen los hier? Los ausweichen. Jetzt sind wir gerade hier beinahe gestorben, weil uns das Auto... So. Hier soll was brennen. Ah ja, gefunden. Da brennt ein kleiner Verteilerkasten. Sehr schön. Jetzt abmelden. So, ich habe jetzt übrigens mal die Dauer... Entschuldigung. Peinlich. Die Dauer der Schicht auf lang gestellt. Man hat hier also die Möglichkeit, die Schichtlänge einzustellen auf kurz, mittel und auf lang. Das Ganze jetzt mal auf lang gestellt. Mal gucken, wie lange die Aufnahme dann jetzt dauert. Im Moment kommt es mir noch nicht so vor, als ob das Ganze wesentlich länger wäre. Oder als ob die Zeit langsamer vergehen würde. Aber wir lassen uns überraschen. Ich werde das Ganze ja dann spätestens beim Hochladen bzw. beim Schneiden dann sehen. Aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen Soundkontrolle. Da wir das letzte Mal kläglichst gescheitert sind.